Ja, was sind die drei Merkmale eines Schneeballsystems? Die möchte ich dir heute wiedergeben. Und ja, dann erkennst du genau den Unterschied zwischen Schneeballsystem und Direktvertrieb Network Marketing. Gut, lass uns starten. Hallo, ich bin der Willi und im Network Marketing war mein Umsatz im siebten Monat 210.000 Euro. Allerdings ohne Partys zu machen, ohne Freunde anzusprechen. Und unterhalb von diesem Video findest du meinen Gratiskurs 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. Schneeballsystem, Pyramidensystem, was sind jetzt wirklich die Merkmale? Es gibt viele, muss man dazu sagen, aber ich denke drei wirklich große und lass uns gleich starten. Merkmal Nummer 1 eines Schneeballsystems ist das Thema Starterpaket. Am Einstieg erkennt man eigentlich schon, ist es ein Schneeballsystem, ein Pyramidensystem oder ist es wirklich legaler Direktvertrieb, legales Network Marketing. Wenn du ein Starterpaket kaufst und zuerst einmal gleich siehst, dass es ein sehr, sehr großes Starterpaket ist, also sprechen hier von 1000 Euro, 2000 Euro aufwärts, dann solltest du schon hellhörig werden, weil in Schneeballsystemen wird Geld damit verdient, dass jemand ein großes Starterpaket kauft und alle anderen Leute, die schon in diesem System drinnen sind, werden finanziert durch diese Verkäufe der Starterpakete. Das heißt, rund um das Starterpaket, an dem hängt alles. Es gibt eigentlich gar keine physischen Produkte oder kaum physische Produkte. Es wird kein richtiger Umsatz gemacht, sondern es wird mit diesen Starterpaketen Geld verdient. Achtung, im legalen Direktvertrieb und Network Marketing gibt es natürlich auch Starterpakete. In der Regel sind die aber nicht so groß. Und wenn du ein großes Starterpaket kaufst in einem Network-Marketing-Unternehmen, dann hast du hier einen Gegenwert von Produkten. Das heißt, du hast hier zum Beispiel 50 Produkte, wobei ich sage, die du nicht wirklich brauchst, weil du nicht die Garage dir voll laden möchtest. Merkmal Nummer 2 eines Schneeballsystems ist das Thema Seminare. Wie geht das Unternehmen mit Seminaren um? Hier gibt es Online-Seminare, Offline-Seminare und grundsätzlich eines, ein geringer Anteil an einer Kostenabdeckung ist in einem legalen System absolut legitim. Also wie ich damals im Network Marketing war, wir haben gezahlt für so eine Akademie 10 Euro, 20 Euro, ist kein Problem, ist kein Thema. Aber wenn du auf einem Seminar teilnimmst oder teilnehmen solltest, das so 500 Euro kostet, 1000 Euro und du da die Insider-Geheimnisse bekommst, dann solltest du hellhörig werden, weil so arbeiten großteils Schneeballsysteme. Punkt Nummer 3, der drittes Merkmal eines Schneeballsystems ist, es gibt keine realen Gewinne. Das ist es, ne? Wir haben keine Umsätze, wir haben demnach keine realen Gewinne, wir haben die durch Starterpakete erzeugt, durch Seminare erzeugt etc. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie kannst du im legalen Network Marketing Erfolg haben, wie konnte ich in 2 Jahren über 800 direkte Kunden und Partner generieren, dann findest du unterhalb meinen Gratiskurs, der nennt sich 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. So viel habe ich generiert. Und ja, das waren die drei Merkmale eines Schneeballsystems. Schön, dass du da bist. Rock it. Bye bye. Ciao.